Ja, hallo liebe Zigarrenaficionados, heute ein weiteres Zigarrenreview von mir. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir bei Leonel, bei der Rare Edition. Die Asia Rare Special Edition, die hatte ich ja schon vor einem guten Jahr mal reviewed gehabt. Und hier haben wir jetzt halt diese Standard Rare Robusto am Start. 12,7 cm Länge, 52er Ringmaß, kostet nur 6 Euro. Wieder eine Puro aus Nicaragua und die Einlagetabake sind besonders lang fermentiert und ausgesucht und halt eben auch kombiniert worden. Bin ich wirklich sehr gespannt. Deckblatt sieht super aus, die Aufmachung, Anilla und so weiter ist wirklich exklusiv gemacht, wirklich sehr, sehr schön. Und vom Kaltgeruch her hat es so eine gewisse Würze, Zedernholz, so etwas gewisses Saftiges, Fruchtiges, sage ich jetzt mal. Ansonsten eine gewisse florale Note auch. Und ja, machen wir sie an und mal schauen, wie sie sich entwickeln wird. Ja, dann machen wir sie einfach mal an. Deswegen sind wir alle hier. Ich sehe schon eine wirklich ganz, ganz krasse Rauchentwicklung. Also smokt so ganz schön von vor sich hin. Ja, also überraschend cremig, süßlich kommt was daher, ziemlich verspielt, du hast eindeutige Zedernholzaromen, so ein bisschen was kernig-nussiges hast du am Start und macht einen angenehmen Eindruck eigentlich schon zu Beginn, ne? Also dieses leicht süßliche, dezent cremige und dieses nussige und gleichzeitig eben so dieses recht intensive Zedernholzaroma. Ja, das ist so der erste Eindruck. So, also super Abbrand, schönes Rauchvolumen und jetzt kommt so, ich sage jetzt die Leonel-typische Würze, so dieses helle, würzige. Man könnte auch fast sagen, es geht Richtung Senf, milder Senf, so irgendwie in die Richtung. Und sie wird ein bisschen ledriger. Vielleicht auch sogar so ein bisschen Erde schon am Start. Ja, aber ist jetzt nicht unbedingt eine überkomplexe Zigarre und auch nicht sehr stark. Die Würze kommt jetzt zwar schon so 3,5 von 10 vielleicht oder 4 von 10 maximal. Es ist halt angenehm. Und ja, ich hoffe, ihr versteht mich. Es ist sehr windig und wie gesagt, ich habe kein Mikro, beziehungsweise das Handy unterstützt ja kein Mikro mehr irgendwie, wie auch immer. Ja. Das ist so der Update. So ein bisschen Leder und halt eben die Würze kommt. Sie wird ein bisschen trockener und eben, ja, so wie ich es halt eben auch vom Kaltzug bzw. Kaltgeruch schon erwähnt hatte, dieses würzig, leicht florale eben. Jedenfalls, ja, super Zigarre. Dieses leicht würzig, helle, sage ich jetzt mal, dieses senfige ist wirklich sehr dezent geworden jetzt aber allerdings. So einen gewissen nussigen Charakter hatte ich ja vorher schon angedeutet und der kommt immer wieder mal so ein bisschen durch, so ein bisschen eine Walnuss, sage ich jetzt mal. So eine gewisse herbe Note ist dann auch am Start gleichzeitig. Ja, Abbrand ist gut, Rauchvolumen ist gut, Asche ist relativ lockig, ja. Das Deckblatt ist echt schön, gut, jetzt sieht man es nicht mehr so, weil die Bauchbinde halt immer so imposant ist bei Leonel. Ja, also Preis-Leistung ist bei Leonel immer top und kann man immer empfehlen. Ja, angenehm zum Rauchen. Wie gesagt, hier und da so ein bisschen floralere Noten kommen durch, so ein bisschen Gras, Erde und eben, wie ich gesagt habe, dieses saure, bittere, dieses herbe so ein bisschen. Aber alles schön im gediegenen Rahmen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Weil ich ja Walnuss angesprochen hatte. Hier schöner Walnussbaum.
aber der hat mich nicht beeinflusst in meiner Beschreibung. Ja, also dieses herbe, florale, grasig-erdige wird jetzt ein bisschen intensiver. Und so soll das eigentlich auch sein mit einer Nicaragua Puro. Und ich habe dir ja am Anfang gesagt, dieses besondere Einlagen-Blend-Gedöns, sage ich jetzt mal. Es war halt im Masterblender halt wichtig, dass er halt die Ligeros aus verschiedenen besonderen Anbaugebieten halt zusammenträgt und damit rumexperimentiert, um halt eben so diesen ursprünglichen Nicaragua-Geschmack nachzumachen, so wie es halt immer war eigentlich. Und ja, also sie wird ein bisschen herber, wie gesagt, leicht floral, grasig, erdig und ja, angenehm jetzt, aber immer noch. Also sie wird zwar ein bisschen lediger, trockener, grasiger, floraler, aber ja, ist ja nicht verkehrt. Jedenfalls, Verarbeitung top, Rauchvolumen gut, Preis ist gut. Ja, sie muss einem halt nur individuell dann halt natürlich schmecken. Tagesformabhängig. Passt eigentlich so zum Wetter, also ist nicht zu stark, nicht zu pfeffrig, nicht zu würzig, nicht zu floral. Kann ich mir echt auch vorstellen als Alltagszigarre. Also wie gesagt, sie schlägt jetzt nicht in eine extrem starke Richtung oder wie ich schon gesagt habe, zu würzig, zu pfeffrig, zu floral, zu herb. Also ist eigentlich gut geblendet, sage ich jetzt mal. Ja. So, jetzt sind wir bei 90 Minuten unterwegs. Sie wurde erdiger, floraler, aber nicht zu krass. Hier und da hat sie jetzt gezickt. Hat das Feuer dann auch nicht mehr so gut angenommen, aber ich bin auch ein sehr feuchter Raucher, sage ich jetzt mal. Aber alles in allem eine gute Zigarre. Macht was her für 6 Euro. Dicke Robusto, schönes Deckblatt, schönes Rauchvolumen und insgesamt einfach eine gute Zigarre. Überdurchschnittlich, finde ich. Für den Preis sowieso. 4 von 5. Danke fürs Zusehen. Liken, kommentieren, abonnieren. Bis zum nächsten Mal.